Nico. Ja. Super. Dabei das Video zu schneiden und ich merke schon wieder, dass immer wenn ich vor der Kamera stehe oder sitze oder wie auch immer, geht der Ton immer hoch und wieder runter. Das tut mir total leid, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe es immer schon in verschiedenen Positionen ausprobiert. Ich habe das jetzt sogar schon 3 oder 4 Mal gedreht, das Video. Aber das geht einfach nicht weg. Das tut mir echt voll leid. Ich mache das nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, ob es an meinem Handy liegt, weil ich habe immer noch keine Kamera zum Drehen, weil das war einfach unnötig, fand ich. Ich weiß auch nicht, ob ich die Tür zumachen soll, weil ich will hier nicht so ein bisschen Wind reinbringen, jetzt wo es so schön kühl wird. Und das ist total blöd. Das geht immer hoch und runter, der Ton. Das ist immer so laut und leise. Das ist total blöd. Tut mir voll leid. Hallo. Ich weiß, es ist schon wieder viel zu lange her. Wir haben den 30. August. So lange, Scheiße. Ich habe irgendwie nie Zeit dazu gefunden zu filmen. Und jetzt dachte ich, den letzten Moment des guten Wetters mal auszunutzen, weil da hinten kommt schon eine richtig dicke schwarze Wolke. Deswegen fahren wir gleich auch mal wieder los. Der Hund war im Wasser, hat getrunken und jetzt geht's wieder ab. Ist wieder ziemlich warm geworden in der Sonne. Und ja, ich bin jetzt nur noch Teilzeit auf der Arbeit, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich, hoffentlich, ich drücke euch die Daumen, dass ich es schaffe, wieder mehr zu filmen. Und dann sehen wir uns gleich. Ciao. You're fine. Super. Ja, zu viel? Zu kalt? Nee, ne? Eine Hand bergfahren ist ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn man so nicht durchtrennt ist wie ich, dann schafft man das nicht so leicht. Ne, Moppel? Der zieht inzwischen alle möglichen anderen Hunde ab beim Laufen. Der ist viel zu schnell geworden. Mal hier den Ball. Der sitzt weit weg. Komm wieder hier. Wo bist du? Oh, Moppel. Was war das?
Bist du jetzt fertig mit Spielen? Kannst du mir das bringen? Komm mal her damit. Ich will ihn doch werfen. Bring mir mal den Ball. Ja, genau den. Na. Hallo, ich bin jetzt in meiner Wohnung, hab mir was Bequemes angezogen, hab gerade Kartoffeln geschält, die kochen gerade, deswegen muss ich gleich auch zwischendurch mal gucken, ob die dann nicht überkochen. Und zwar wollte ich mal so ein paar Fragen beantworten. Ich sage eigentlich nur eine. Und zwar von der Jennifer Kerbitz. Die hat mich gefragt, ob Nico dann irgendwann auch komplett zu mir in die Wohnung kommt. Und zwar, nein. Er wird nicht zu mir in die Wohnung kommen, also nur zu Besuch wahrscheinlich, also darf er zumindest, weil in meiner Wohnung, wo ich jetzt drin wohne, dürfen keine Haustiere gehalten werden. Ja, es ist halt ziemlich blöd, aber wir haben halt keine andere Wohnung gefunden, aber er darf ja zumindest zu mir zu Besuch kommen. Und das ist ja dann schon mal etwas. Außerdem wäre das auch irgendwie doof, dass er dann irgendwie 8 Stunden alleine wäre oder so. Wir haben das jetzt immer so geregelt, ich fahre vor der Arbeit, weil ich jetzt halt auch Teilzeit bin, fahre ich vor der Arbeit zu meiner Mama. Da fahre ich dann mit Nico eine Runde Fahrrad in unserem Park, treffe mich mit ein paar Hunden meistens, mit anderen Hunden und nach der Arbeit fahre ich dann nochmal mit. Meistens mit Paddy zusammen treffen wir uns dann halt. Als ich noch Vollzeit war, haben wir das ja so gemacht, dass ich dann in der Pause, in meiner Mittagspause immer da mit ihm gefahren bin und dann abends halt wieder nach der Arbeit. Das sind jetzt ungefähr dieselben Zeiten, weil ich muss immer nur nachmittags arbeiten. Und das sind dann ungefähr dieselben Zeiten, wo wir dann immer fahren. Mein Stiefvater fährt dann morgens immer mit ihm. Aber was ich auch sagen wollte, ich wollte mal nächste Woche, weil mein Freund ist jetzt in Gelsenkirchen in der Woche, weil er hat Blockunterricht bei der Ausbildung. Und dann habe ich mir mal überlegt, ob ich Nico nicht mal für einen Tag nach hier hole. Also abends, dass ich den Abend zu meiner Mama mitnehme und dann morgens halt, dass er nachts dann hier ist. Und dass ich dann morgens mit ihm bei uns am Wall, wir sind halt eine relativ kleine Stadt und wir sind so in der, die Innenstadt ist von einer Mauer umgeben, das ist der Wall. Und da kann man halt super dran hergehen, das ist so eine Hunderunde, sag ich mal, das ist so eine gute Stunde. Das ist eigentlich ganz cool. Das würde ich dann gerne wieder mit ihm machen, das habe ich am Anfang schon mal einmal mit ihm gemacht und das war eigentlich ganz cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das interessiert. So ein Follow-Me-Around-Tag mit Nico bei mir in der Wohnung. Wenn ihr wollt, wenn ihr das immer noch wollt, kann ich euch mal auch einen Wohnungsvlog abdrehen. Wie ihr seht, die Lampe, die ist noch nicht ganz alt. Die haben wir vor 2-3 Wochen erst geholt. Also die Wohnung ist immer noch nicht fertig. Die ist von Ikea. Meine Lieblingslampe, die hat so ein Dreibein. Also so ein, sieht man jetzt nicht, weil die Kochstein heißt. Uns fehlt immer noch was. Jetzt kommt vor allem der Herbst und muss ich wieder neue Deko kaufen. Jetzt habe ich gerade irgendwie Sommerdeko gekauft und jetzt kommt der Herbst und muss ich Herbstdeko kaufen. Wenn es euch auch so geht mit der ersten Wohnung, mit der ganzen Deko, das ist echt blöd. Ich bin da irgendwie überhaupt gar nicht für gemacht mit Deko. Ich bin da so ein bisschen gestraft, sage ich jetzt mal ganz leicht, weil meine Mama, die ist total Deko-Freak. Die hat alles voll stehen im Haus und im Garten und so. Vielleicht habt ihr das mal irgendwie gesehen im Garten. Überall steht Deko. Und das will ich halt nicht. Aber ich habe auch irgendwie gar keine Möglichkeit, Deko abzustellen, weil wir haben so gut wie keine Möbel im Wohnzimmer. Wir haben da so einen Schrank, der steht schon voll. Ja, und das war's. Dann halt neben dem Fernseher. Das ist irgendwie, wir haben hier fast nichts so. Wir können was an den Wänden hängen, aber hier kommen noch so Bretter hin jetzt. Von Ikea, da kommt dann so Deko drauf. Haben wir schon da stehen auf der Bar. Die Bar ist richtig cool, die haben wir von frag mich was, ich weiß es gerade nicht mehr. Von irgendeinem Möbel, großes Möbelhaus. Haben wir das geholt. Die Bar. Die ist richtig cool. So, das ist so ein Regal mit Tisch. So integriert. Steht natürlich schon komplett voll mit Alkohol, mit allem möglichen, was ihr so immer zum
feiern haben. Ja, wenn ihr wollt, also wenn ihr wollt, kann ich euch mal die nächste Woche oder übernächste Woche mal einen Wohnungsvlog abdrehen. Wenn euch das immer noch interessiert. Weil eigentlich ist das ja so ein Hundekanal, so über Nico. Und wenn ich dann irgendwie so Wohnungsvlog-mäßig mal gucken. Schreibt, ob ihr das wollt. Wenn nicht, lasse ich es weg. Ist auch egal. Seht ihr dann, wenn Nico hier ist, dann drehe ich das sowieso wahrscheinlich ab. Egal. Also, was habe ich noch aufgeschrieben? Nichts mehr. Das war's. Ich habe alle schon. Also, ich werde mal gucken, ob ich jetzt morgen noch ein bisschen was filme, weil heute ist ja schon Donnerstag. Donnerstag? Ich muschel ein bisschen. Freitag, morgen. Morgen kommt mein Freund wieder. Die Kartoffeln kochen nämlich schon. Ich wollte mich morgen, wenn er wiederkommt, da komme ich vormittags immer wieder, weil ich Bratkartoffeln mit Fisch machen. Da habe ich keinen Bock, dass ich die morgen schon koche. Oder morgen noch kochen muss, weil eigentlich wollte ich morgen ein bisschen länger schlafen. Oder ins Fitnessstudio. Weiß ich noch nicht so ganz. Ich glaube, es blubbert gerade. Ich höre es kochen. Ah, ich glaube, ich mache mal durch. Ich muss mal gucken hin. Also, bis demnächst. Guck mal, der Penny taucht die ganze Zeit ab. Wir suchen immer noch, ne? Ja, aber was denn? Ja, einen Stein. Die kaut doch irgendwas. Also entweder da hatte richtig jemand richtig viele Giftköder verteilt und wir lachen jetzt gerade noch und heulen gleich. Oder keine Ahnung. Du bist so ein Nasshund. Der Nico, ne? Er ist nicht im Teich. Er ist auch nicht im Busch. Der ist in dem Behältnis, wo Wasser gespeichert wird, für den Wasserfall. Da ist er gerade reingefallen. Du bist ja blöd. Bibi, du wirst mir den Ball bringen. Liegt auf meine Füße. Nico, Mensch, ja. So dickes Fell, sag. So dickes Fell. Ja. Ein bisschen näher zumindest. Der quietscht schon gar nicht mehr, der ist kaputt. Und ab in den Dreck. Wir flügen den Rasen um. Was machst du da? Warum machst du das? Jetzt hast du dir ganz viel Sand in der Nase, ne? Ja. Oh, du bist ja süß. Schieß den Ball mal hier rüber. Ja, richtig. Ja, nee, falsche Richtung. Das war mal ein Federball. Den haben wir irgendwie, also, oh, was machst du denn jetzt? Dreck im Dreck wühlen, yay, und auf dem Ball, und wo ist er? Oh, du bist so süß, ja. Er rollt sich die ganze Zeit auf den Ball rum. Was nehme ich jetzt? Ball, Federball, Ball, Dreck. Mama! Ja, ich hab gewonnen! Thank you.
wollte mich mal verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr lang geworden. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe mir das mal gerade komplett angeguckt. Ich werde dann jetzt gleich noch die Sachen von jetzt gerade mit reinschneiden und dann wird das wieder sehr lang. Tut mir leid, aber war ja lange nichts mehr da. Also kommt jetzt ein bisschen was Längeres. Ciao!